Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge LS22 PC auf der Moorgrund, wo sich zwei ja nicht einig werden. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil theoretisch müsste ja der eine auf den anderen warten, denn die Strecke ist definitiv zweiseitig befahrbar, eingefahren. Aber warum er jetzt nicht gewartet hat, weiß ich nicht. Das wundert mich so ein bisschen, weil der andere müsste sich ja eigentlich die Strecke komplett reserviert haben. Wenn er auch entsprechend hier langen Anfahrtsweg hat. Um nicht dort gleichzeitig mit aufzufahren. Kann natürlich einen anderen Grund haben, weil wir das hier unterbrochen haben. Wir werden das mal noch umfärben. Es kann nicht der öfte Grund sein, dass er sich die reserviert hat und das ist offen und dass sie sich deshalb hier getroffen haben. Jetzt unglücklicherweise ist natürlich möglich. Ne? Werden wir mal mit komplett umfärben, sodass eine Strecke komplett bis dahin ist. Ich glaube, das hier mache ich auch mal noch blau. So, kann er los? Haben wir ja mehr oder weniger Glück gehabt, dass wir gerade hier drin gesessen haben, dass wir ihn noch mitbekommen haben. Ne? So, hier kommt unser Kalk an. Da müssen wir natürlich sofort auskippen, weil sonst blockieren wir hier einen Verkäufer. Oder ist der schon wieder abgedampft? Ja, der hat schon die Ladung aufgeladen, der ist schon wieder fort. So, wir können ja aktuell noch nicht mulchen, das geht ja nicht. Ja, lass das Stroh noch runterholen. Da werden wir eins machen, da werden wir den großen Glas hier die Ballenpresse verpassen. Also hier kann ich natürlich Streckennetz wieder ausmachen, sonst machen wir bloß noch irgendwann Punkte verschieben oder irgendwelchen Blödsinn, ne? Meine, von der Leistung her bräuchte man natürlich nicht unbedingt den großen Trecker an die Ballenpresse, aber es kann dann der andere MF dann auch übernehmen, ne, wenn er fertig ist mit Schwaden. Es dürfte auch keine Probleme geben, denn CP legt ja die Ballen nicht mehr im Vorgewände ab, ne? Das müsste doch auf jeden Fall funktionieren. So, wir fahren gleich hier raus. Dann werden wir gleich hier einfach, ich glaube, der Anfangspunkt war doch hier unten irgendwo, ne? Das ist natürlich noch sein Kurs von Nähen, also den können wir ja echt nicht drin lassen. Der muss schon mal raus. Müssen wir uns von den anderen Kandidaten hier mal den Kurs kopieren, denn wenn wir sehen, der ist noch nicht mal dolle weit. Ach, auf der anderen Seite müssen wir anfangen. Erstmal hier unten den kopierten löschen, das ist ja der vom Drescher gewesen. Dann kopieren wir den rein aus diesem Traktor. Er ist fertig. Und dann kopieren wir uns den hier rein und sagen erster Wegpunkt. Da kann er loslegen.
So, vorzutauen nochmal Kontrolle, Ballengröße. Ballengröße sehe ich nicht. Müssen wir hier nochmal einen Helfer rausnehmen? So, sehen wir die Ballengröße. Das ist richtig. So, wie setze ich ihn jetzt unten den Zähler zurück? Den würde ich jetzt gerne eigentlich zurücksetzen. Man sieht, wie viele Ballen wir gepresst haben. Was steht denn jetzt 313, was 1033? Ballengröße, Pflanzensensor. Oh, mir stehen wieder mal total im Weg, ne? Kann eigentlich, ja. Gewickelte Ballen. Ballenzähler zurücksetzen. Steuerung X. Steuerung X. Ah, es ist auf 0. Hier unten, ne? Der ist jetzt auf 0. Da schauen wir mal, was dann hier am Ballen zusammenkommt. Achso, er presst ja nicht durchgehend oder merkt sich das die Presse? Für die Presse ist bleibt die gleiche, aber es wird dann irgendwann ein anderer Trecker, ne? So, hier nächster Wegpunkt, nicht mehr erster Wegpunkt, machen wir jetzt nächster. Dann machen wir wieder zu. So, wir werden jetzt ihn hier abfangen müssen, wollte ich gerade sagen. Weil die 7000 Liter, die können wir drin lassen. Wir haben 292.000, also die 320.000, die wir brauchen, die schaffen wir definitiv. Ne? Also da sind wir ganz gut dabei. Jetzt gucke ich den hier zu. Ich wollte ein bisschen hochfahren lassen, dass ich ihn rausnehme und dann das Fass unterstelle und mir eigentlich einen Kalkstreuer holen. Aber wir waren an der Einfahrt schon vorbei, ne? So ist das. So, Kalk ist noch drin, ne? Oder ist ja befüllt, ne? So, dann schicken wir hier einfach mal, stellen wir ein Feld 9. Feld 9. Und beladen natürlich. Weiß, ist noch der falsche Modus. Abholen, abliefern, ne? Aber beladen wollen wir uns an der Produktion Saatgut, Abholung mit Kalk und hier unten stellen wir um auf richtigen Modus, aber er merkt sich ja trotzdem, das Pressure abtanken ist genauso Blödsinn, ne? So rum. Er merkt sich ja trotzdem seinen Zielort und seinen Ankunftsort, oder beziehungsweise deinen Beladeort und seinen Zielort. So, fährt er hin zu Feld 9. Hier gucken, dass er hier. Den schicken wir jetzt ganz einfach zum Hof zur Werkstatt.
Ist immer ein guter Anfahrpunkt. Also, er fährt nochmal Dünger holen, er füllt den auf und stellen wir den unter. Reparieren müssten wir gar nicht, aber müssten jetzt nicht zwingend hin an die Werkstatt. Wir könnten ihn auch zum Allehof parken schicken, aber das ist hier abenteuerlich. Er wird auch noch einen Baum küssen und nochmal rüber aufs andere Feld. Mann. Dort nochmal eine Runde, dann wieder rüber aufs nächste Feld. Hängen geblieben ist er zum Glück nicht, aber die Ehrenrunden sind schon sehenswert teilweise. So, da vorne liegen schon 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Er will immer noch 49 Minuten brauchen. Schon. Da kommen wieder etliches an Ballen rum. Ne? So, Vorgewende ist auch noch nicht fertig hier mit ihnen. Also er nicht, aber mit dem Strohsammler dort. Warum steht denn der? Ah, er kommt gerade zurück. Okay. Meine, klar könnte man jetzt einen großen Ladewagen kaufen, ne, aber meine, wir haben hier unten ein bisschen, tut er mir leid mit den kleinen Ladewagen, ne. Ja, das sind 42, 100, ja, auf jeden Fall 80, 160, 200 Ballen, ne. 200 Ballen, 85% vergoren, die werden schon fertig sein jetzt, oder? Ne, 85. Ja, sind ja alle hintereinander weggepresst. Sagen wir mal, wir verkaufen die am nächsten Ingame-Tag. Da will ich hin. Weil 200 Ballen sind ja 1 Million Liter, ne? 5500 drin sind drin. 100 Ballen sind 500.000. Das sieht ja, so ein Silagepreis ist natürlich momentan, wird er nicht dolle sein. Obwohl 320 Ballenverkauf Getreide AG, das wäre ja okay. Aber wie gesagt, wir brauchen ja noch ein. Da müssen wir gucken. Da müssen wir echt. Ja, nee, dann auch 320.000. Was? Wäre natürlich ein größerer Ladewagen drin. Müsste auch schauen. Falsche Reiter. Gibt's Schaufel. Aber wir können in der Garage gucken. Unser Ladewagen ist ja auch noch circa 35, mindestens 35.000 wert. Also wird mir ja für den neuen gerade mal so, naja, trotzdem noch ganz schön viel bezahlt. Weil wir müssten dann schon hier Richtung Kargos. Weil hier müssten wir 100er investieren, halt mal der Wahnsinn. Eine 50 Kubik, klar. 49. 46, ich meine, es ist schon noch mal 44. 6 Kubik, ne? Er würde reichen, denke ich mal. Er würde schon reichen. Es ist das Doppelte dann. Denn wir sparen schon die Hälfte an Fahrten, nicht ganz. 21 zu 44. Machen wir. Das Geld geben wir aus. Das ist, denke mal, nicht rausgeschmissen.
So, er fährt jetzt zum Kuhstall, ne? Da stellen wir einfach mal hier einen Fahrzeughändler. Nee. Das ist, das wäre kontraproduktiv, ne? Das würde ja heißen, er fährt zum Fahrzeughändler und am Fahrzeughändler übergibt er an CP, ne? Und dann eiert CP irgendwo rum auf der Karte. Das wäre kontraproduktiv. Müssen wir selber hinfahren. Fahrzeughändler ist hier drüben, ne? Aber wir müssen erstmal noch das Stroh wegbringen. Was aber auch nicht lange dauern dürfte, weil der Kuhstall ja hier drüben ist. Ne? So, da kaufen wir erstmal schon mal den Anhänger. Können wir erstmal die 35, die haben wir ja, dass wir es vorstrecken können in dem Sinne. Ne? So, Reifenvariante bleibt alles. So, Silliermitteltank machen wir natürlich dran. Ne? Im Fall der Fälle, dass wir irgendwo Gras sammeln und dann in Bunkersilo mal schütten oder irgendwas, das machen wir auf jeden Fall dran. Hier müssen wir noch nach einem Kennzeichen gucken. Ein Marschkennzeichen machen wir ja nicht dran. Brauchen natürlich hier ein Wartburgkreis. So, ich habe BLKMO und WAKMO. BLKMO ist natürlich nicht richtig. Wir brauchen WAKMO 114. Einmal von Wartburgkreis. Also wir machen es noch mal. W A K wollen wir, und dann wollen wir M. Und dann die ein. So, hinten ist klar. Das geht es ja nicht dran, ne? Ist beim Händler abholbereit. Er hat ausgeladen. Also den jetzt zu behalten. So dicke haben wir es jetzt auch nicht, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ne, den gehen wir ab. Wir hätten ja dann gar keine zwei Traktoren, die dann gleichzeitig sammeln könnten, obwohl es teilweise Sinn machen würde mit zwei Ladewagen, aber ich denke mal schon, wir können entsprechend ja, Geld verdienen, dass wir dann doch vielleicht mal zweiten, noch größeren oder auch mal einen gleichen, das müssen wir mal schauen. So, ich weiß jetzt nicht, was mit CP passiert, wenn man Ladewagen abhängt, ist dann unser Kurs weg? Ne, da bleibt ja eigentlich im Trecker drin. So, ja, frisch vom Acker verkaufen wir den, ne? CP-Patten bleibt an, also dürfte eigentlich nichts schief gehen. Das ist schon hier ein anderes Kaliber, ne? So, einschalten, Feld 7, da müsst ihr übergeben und müsst ihr dann einsammeln. Müssen wir gucken, wir haben gleich noch mal reingucken. Das klappt. Und ihn hier verkaufen wir einfach. Wir kriegen auch 38.000. Ne? Werkstatt sieht man ein paar Euros weniger, aber das ist halt der Silliermitteltank gewesen. Fehlen uns jetzt noch 100.000, mindestens oder 110.000. Alle Schneidwerke bekommen, auch das passt schon so. So, dort gibt es nochmal Getreide, Gerste für unser Lager. So, wir werden ihn hier jetzt noch schnell wegstellen. Dann gucken wir, ob der andere den richtigen Weg gefunden hat. Und dann ist nämlich auch schon die Freitagsfolge hier rum. Ballen hat sie schon gepresst, ne? Natürlich. Er kommt mit der Ordnung runter. Gut, der ist noch gar nicht angekommen hier. Gut, so lange warten wir noch. Machen wir heute eine Minute länger.
Bei. Kalkstreuer steht auch drüben am Feld, den müssen wir dann auch einstellen, das aber erst für die Samstagsfolge dann, für den morgigen Tag. Ich will bloß gucken, ob er hier wieder seinen Kurs findet, ordentlich. Theoretisch müsste es klappen, aber wie gesagt, wenn man das Anbaugerät abhängt, da bin ich mir da manchmal nicht so sicher. Ne? Ich würde sagen, er müsste dort drüben hinfahren, wenn er übergeben hat. Angekommen. Das sieht erstmal so gut aus, ne? Was er hier macht. Und jetzt bin schon angeschalten, Pickup senken und dann geht hier Stroh rein. Passt, ne? Oder? Gut. Dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wir machen dann am Samstag hier weiter 16 Uhr wie gewohnt. Bis dahin und tschüss.